Als nächstes will ich gerne noch meinen äh, Steam-Rückblick für 2023 mit euch teilen. Heute am letzten Tag von 23. Ähm, nicht wundern. Hier ist äh, Stefan Lexi, weil das ja nur mein Account ist äh, auf Steam und nicht äh, Stefan the Builder. Und da schauen wir jetzt mal rein, was ich dieses Jahr so getrieben habe. Wir haben insgesamt äh, 24 Spiele gespielt. Und 16 neue Spiele hinzugefügt. Und es gar nicht so schlecht ist, tatsächlich. Äh, 122 Errungenschaften freigeschaltet in neuen Spielen. Davon 32 seltene Errungenschaften. Oha. Äh, 67 Tage war die längste Serie. Ich habe also an 67 Tagen hintereinander äh, über Steam gespielt. <laughs> ich hätte tatsächlich äh, nicht gedacht, dass da. Das ist in Anführungszeichen, obwohl, so wenig ist das tatsächlich gar nicht. Ein Vierteljahr, oder? Naja, ja doch, drei Monate. <laughs> schon, in den drei Monaten habe ich, hab ich fünf verschiedene Spiele gespielt. Das war auch tatsächlich schon, äh, wo ich noch, wo ich äh, dann schon gestreamt habe. Das war April bis Juni. <laughs> So, Satisfactory macht äh, tatsächlich äh, den größten Teil meiner Spielzeit aus, wovon ich aber tatsächlich den die meiste Zeit. Äh, stimmt, zwei Monate, du hast recht, kriegst sie. Du hast vollkommen recht. Ein bisschen mehr als zwei Monate. Ähm, den, den größten Teil habe ich hier davon tatsächlich ähm, off-stream gespielt. Ähm. Im Stream, ihr wisst es ja alle, das war ja dann nur so ein kürzeres Projekt, da ja dann der äh, Mitspieler von jetzt auf gleich von dann gezogen ist. Ähm oh, Facecam ist im Weg. Moment, wir können das ja auch mal ganz anders machen für die Geschichte hier. Sekunde, Kinders. So. Dann machen wir sie jetzt dafür mal aus. Ähm. Ja, wie gesagt, 32% der Spielzeit, ähm, mit 79 gespielten Sitzungen. Ähm, wie gesagt, ist äh, satisfactory gewesen. Gleich äh, äh, gefolgt von Valheim. Ähm, 296 Sitzungen. Das ist auch tatsächlich äh, nicht wenig. Kurze Erklärung. Wie kann es sein, dass 32% der Spielzeit bei viel weniger Sitzungen. Bei Satisfactory ist es tatsächlich so, äh, man hat, ähm, kein, äh, äh, Nahrungsverbrauch und nichts irgendwie, ne? Keine, keine Hitze. Keine, du hast keine Gesundheit in dem Sinne. Also, kein Verbrauch der Gesundheit durch Le Nahrung oder so. Dadurch, ähm, kannst du halt, äh, da quasi, ähm, Produzieren und einfach AFK stehen bleiben, und dann ist das halt auch über Nacht dann durchgelaufen, das Spiel bei mir. Damit dann die Fabriken weiter produzieren. Beim Singleplayer funktioniert es halt tatsächlich, tatsächlich nur die Fabriken, wenn du halt auch online bist. Und wie gesagt, auf einem Server, ähm, on stream, habe ich ja nur eine ganz kurze Zeit gespielt. Und dadurch kommt dieser, äh, wenn du das jetzt hier mal vergleichst miteinander, diese Diskrepanz dazu zustande, ne? Hast du auch? Jeder hat so einen Steam-Rückblick. Äh, den findest du unter. Oh Gott, lass mich lügen. Ich glaube Community. Moment, wir guck, ich guck mal äh, Community. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es gegoogelt tatsächlich. Ähm, ja, ich bin der Meinung, ich habe es gegoogelt. Ähm, Kannst einfach Steam Rückblick 2023 und dann hast du auf der Internetseite, Moment, warte mal, wir können es ja einfach mal hier ganz kurz, genau, bei Community und dann, warte, drunter scrollen oder? Ah, hier, guck mal, wenn du auf der Internetseite, wenn du dann auf deinen Namen gehst und dann hast du ganz unten Steam Rückblick. So. Ja, wie gesagt, ähm, 24%. Prozent. Twitch Recap äh, gucken wir uns als nächstes an. Aber erstmal machen wir äh, äh, bei Steam weiter. Ähm, aber wie gesagt, 296 Sitzungen bei Valheim ist schon wild. Tatsächlich. So, als nächstes kommt dann äh, äh, danach schon ARK, also ASA. Axel, Survival ascended mit 11%. Prozent. Also, hätte ich tatsächlich auch gedacht, dass es mehr ist, weil wann ist es rausgekommen? Ende August, ne? Und seitdem sind wir ja da jetzt schon dabei. Na, wie gesagt, also in der in der äh, in, in dem Programm an sich weiß ich nicht. Ich habe es hier halt über den Browser, habe ich dir gerade gezeigt, drop. Wie gesagt, im Browser musst du äh, dich anmelden mit deinem Steam. Und dann hast du da oben deinen Namen in der Mitte zu stehen, und da kannst du dann ganz unten hast du deinen Steam-Rückblick. Im Browser wurde es zwischendurch auch angezeigt, bin ich der Meinung, aber ich glaube, das haben sie jetzt schon wieder ausgeblendet. Ich glaube, das ist schon wieder vorbei. <laughs> so, was haben wir noch? Ähm, wir haben 122 Errungenschaften, das haben wir schon gesehen. dass ist der normale Wert, der, äh, der Durchschnittswert 16, also da liegen wir ordentlich über dem Durchschnitt. Hallöchen, Pearl, ich grüße dich. Ähm, dann haben wir 24 Spiele gespielt. Kam mir tatsächlich auch nicht so viel vor. Ich hatte echt gedacht, dass es weniger sind. Da ist der Durchschnitt 4. Also die äh, der Durchschnitt von allen Spielern liegt bei 4. Die spielen 4 ja äh, Spiele pro Jahr. Hätte ich auch gedacht, dass das hat mehr als im Allgemeinen. Aber wahrscheinlich sind da auch ganz viele drin, die nur eins, ein Spiel spielen, die wirklich ein Spiel hardcore durchsuchten und diesen Wert dann wahrscheinlich ordentlich runterdrücken. Äh, Aber ja, wer weiß. So, letzte Serie war wie gesagt 67, das <laughs> da ich wir auch ordentlich über dem Durchschnitt als Suchtis. Na, mit 5. <laughs> also der Durchschnitt liegt so bei 5 Tagen am Stück. So. Hier sehen wir noch ein bisschen so die Ausdehnung. Und das ist ja tatsächlich auch, glaube ich, auch ganz äh, ähm, aussagekräftig. Ne? Open World, Survival, Crafting. Da schlägt es ziemlich nach oben und ba Basenbau. <laughs> das ist halt tatsächlich, äh, wo es am meisten ausschlägt. Und ja. Fand ich, finde ich ganz, ganz cool eigentlich. Jo, äh, dann haben wir hier. Na gut. Workshop-Inhalte. Hätte ich tatsächlich gedacht, na gut, äh, hier zählt jetzt zum Beispiel Ark nicht mehr mit rein, ne? Das läuft nicht mehr über den Workshop. Äh, da sind dann wahrscheinlich am meisten jetzt noch von vor kurzem. Oder war das danach, nach dem Recap? Das weiß ich gar nicht. Nee, das müsste danach äh, gewesen sein, wo wir Daisy gespielt haben. Das sind das hier die wahrscheinlich die Daisy-Inhalte von, ähm, äh, äh, wo wir auf Bananenrepublik gespielt haben. Die runtergeladenen Mods. Wir haben acht Spiele verschenkt. Mensch, was bin ich großzügig? Ähm, fünf Freunde hinzugefügt und ein Abzeichen verdient. Naja. So. Das finde ich auch tatsächlich sehr spannend, weil man sieht hier so richtig, wenn man jetzt gleich so die Dinger vergleicht. Ähm, sieht man tatsächlich, wann wir welches Spiel gesuchtet haben. Also Satisfactory war Anfang des Jahres, ne? Ähm, das war auch so der Zeitpunkt, wo wir, wo ich dann angefangen habe, persönlich auch zu streamen. Ähm, wo das dann nicht mehr über nur noch Jazz gestreamt hatte. So, dann kam die Walheimzeit. <laughs> ne, das war dann hier auch über den, äh, über den äh, Anfang des Sommers dann so verteilt. Danach kam die Tektonika-Zeit tatsächlich. Und dann kam ARK. Hier haben wir jetzt Tektonika nochmal separat. Na hier. Ne, bis Juli war dann so äh, ähm Valheim. Dann kam ab August kam dann Tektonika. Und Tektonika wurde dann im Oktober abgelöst von Asa, <laughs> Finde ich eigentlich ganz witzig. Ach, und zwischendurch hatten wir ähm, auch noch äh, Anno gespielt, stimmt. Anno war auch war auch wild. Da, da, war, da war die Sucht auch extrem aktiviert. Was haben wir Anno gezockt? Ja, dann nochmal ein bisschen Uffi schlüsselt. Hier seht ihr auch, ne? Seht ihr, äh, wie viel im März weil, wie gesagt, da der PC fast durchgängig lief, auch über Nacht, äh, damit die Fabriken produzieren, ne, darum ist hier der Ausschlag von äh, Satisfactory halt auch so hoch im Vergleich zu den anderen Sachen. Na. Nur, dass er das mal äh, Ist warum. So, die fünf Spiele habe ich in letzter Zeit gespielt. Nee, Quatsch, in den... Fünf, in den sind die fünf Spiele, die wir gespielt haben hier in der Serie? Das ist Rust 70%, Arc 15 und Grounded 5. Okay. Ja, du spielst ja auch extrem viel Rust. Das kann ich mir schon vorstellen. So, hier haben wir nochmal alle Spiele, die wir gespielt haben. Beziehungsweise ich spiele Sachen oder manche Sachen auch. Offstream, ähm, das war, haben wir alles tatsächlich im Stream gespielt. Surviving Mars war mein erstes gestreamtes Spiel. F äh, weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Ähm, naja. Sunken war auch ein tolles, äh, meine sieht fast so aus wie bei dir. Okay. Außer Ark, was gefällt dir sonst vor Games? Ja, bei Wasabi ist da tatsächlich auch das Fenster recht eingeschränkt. Das stimmt schon. Ich fände es halt tatsächlich interessant, wenn man meine, meine Daisy-Zeiten. Da wo ich fast nur Daisy gezockt habe, da wäre mein. Das wäre alles deutlich kleiner hier. Da wäre hier Daisy und vielleicht noch zwei andere Spiele. Also bei Daisy war meine Zeit auch extrem wild. So, was haben wir noch? Ja, Captain of Industries habe ich tatsächlich auf Stream gespielt, bin dann aber zu dem äh, Schluss gekommen, dass das für den Stream nicht so geeignet ist. Miss Survival äh, war auch, ich glaube, das war mit eins der ersten Spiele, was wir mit den neuen PC dann gespielt haben, wo wir trotzdem immer noch Problemchen hatten. Ähm, wo wir nicht genau wussten, wo das herkommt. Um, fand ich schade, Hat, hatte eigentlich Spaß gemacht. Um, muss ich mal gucken, ob wir das irgendwann mal noch äh, dann wieder hinkriegen. Um, ja, Crusader Kings war Offstream, habe ich tatsächlich Offstream gespielt. Genauso wie Astro Colony. Das war hier tatsächlich ein Spiel, wo ich geguckt habe, ob es mir zusagt, ob es mir für einen äh, Gameplay taugt. Hat es dann aber tatsächlich nicht. Uh, no one survived, ihr erinnert euch, da waren ja die, da hatten wir zwei Streams, uh, das lief tatsächlich damals noch über Jazz. Da hatte Jazz noch gestreamt und ich hatte es nur ähm, äh, gehostet, das Spiel. Äh, so, was schreibt denn das? Verschieden, vor Arc. Habe ich Starfield gezockt zum Beispiel? Nicht wirklich. Okay. Das könnte man durchaus äh, könnte man das überlegen, Pearl, ja. Äh, du kannst ja gerne auf unseren äh, Discord kommen. Da kann man, äh, da poste ich auch immer mal äh, Nachfragen, ähm, wenn man was zusammen zocken kann. Ähm. Da kann man sich dann ganz gut connecten. Ist bei mit 3%. Ja, das, hat da, das hast du jetzt aber auch mit, kriegst du erst zum Ende in so ein bisschen, ne? Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Witzig finde ich auch, dass Sea of T's hier gar nicht noch gar nicht bei ist. Das muss nach der Auflistung gewesen sein. Ja, da. So, was haben wir noch? Green Hell habe ich auch nicht im Stream. Das hatte ich auch off-Stream. Wobei ich da tatsächlich mehr bauen wollte. Da hatte ich mehr äh, Spaß am Bauen. Als an dem restlichen Game. Die Story fand ich tatsächlich nicht äh, so... Also für mich jetzt persönlich nicht so interessant. Ähm, Scum ist tatsächlich... Nee, das haben wir, onstream haben wir das auch nicht gemacht. Das war so noch zum Ende des Jahres. Das hatten wir noch, äh, 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 falls äh, Swaggle noch da ist, das hatten wir, glaube ich, Ende letztes Jahr gezockt, ne? So irgendwie November, Oktober, November um so. Irgendwo so neben Dreh. Da war ja dann so, dass das, da war ja dann Jazz bei, glaube ich, und da. Das muss Anfang des Jahres, muss ich im Januar, muss ich nochmal bei Scum geguckt geguckt haben, weil der Server ja immer noch eine Weile lief. Also, jetzt kann ich mir das nicht vorstellen, warum das überhaupt noch aufgelistet ist. Tom Raider hatte ich mir auf Stream angeguckt, weil ich mal dachte, Mensch, vielleicht für ein Stream vielleicht doch mal ein storybasiertes Game mal ganz interessant. Und ich habe ganz, ganz früher, das ist aber nur auch schon ewig wirklich her, äh, Tom Raider gespielt. Und ich dachte mir, da wird ja grafisch auch oh, was passiert sein. Ähm, aber hat mich dann tatsächlich auch nicht so. Ich habe dann halt wieder gemerkt, dass Storygames halt wirklich einfach nichts für mich sind. Das ist halt leider, äh, da bleibe ich dabei. Dann habe ich mir angeguckt, ob Factorio vielleicht, äh, äh, weil es ja der, der die Urmutter aller Fabrikaufbauspiele ist. Aber ich bin da tatsächlich gar nicht zu Rande gekommen mit der Steuerung und so weiter. Da müsste ich mich mal noch mal reinfinden und vielleicht auch mit jemandem, der das schon gespielt hat, müsste ich mich da mal connecten dass ich... Äh, ähm, der mir da vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos gibt. Manchmal hilft das ja schon. New World habe ich tatsächlich gar nicht gespielt. Ich weiß nicht, warum das in der Liste ist. Und genauso wie Star Wars, The Old Republic. Ich habe die Games, klar, aber habe ich nicht gespielt. Also ich kann nicht sagen, wie die jetzt in diese Aufzählung reinkommen. Genauso wie ich auch dieses Jahr nicht äh, äh, ASE gespielt habe. Ich habe nur Asa gespielt und Asa wird hier nicht aufgelistet, obwohl sie oben oben wird es dann schon aufgelistet, aber hier hier unten in der Liste tatsächlich nicht. Also ja, keine Ahnung. Die Liste, die drei hier unten, die checke ich tatsächlich nicht. Also ich auch Tomb ja, Tomb Raider war auch cool früher. Ja, klar hab ich sie. Aber dann müssten ja hier äh, äh, 66 Spiele stehen. Das sind ja nur die, äh, guck mal, erkunden sie alle Spiele von in den Spielen, die sie dieses Jahr gespielt haben. Äh, und wie gesagt, hab ich nicht gespielt dieses Jahr. Trevor. Das, das ist eine Fehlinformation. Wie gesagt, dann müssten jetzt hier, ich habe 66 Spiele in meiner Liste. Da müssten. Und wenn du denkst, du kannst dir hier den Wanst vollschlagen mit meinem Boden und Zwiebeln, dann werde ich dir gleich mal eine Zwiebeln. Also ist eigentlich mal ganz witzig, da zu gucken, weil viele, viele Spiele hat man gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man da überhaupt äh, äh, die. Ma Trink mal was? Die Leute gucken schon! Mensch, Kinders, jetzt beschäftigt da mich aber. Dann müssen wir gleich was trinken? So, Lexi hier, dein Leckerchen ist von der Zwillingsmama. So, ich komme mir noch ein schnelles Moment. Noch einen schwarzen Kaffee für mich, stark und schwarz, dunkelstark schwarz. Ich verstehe. Sind die Spielkinder jetzt fertig? <laughs> Prost genas. So dann lass mal gucken. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, das war der Rückblick. Okay. War, wie gesagt, man ganz spannend. Wie gesagt, ich hatte so bestimmte Spiele gar nicht mehr auf dem Schirm. Um, und wie soll ich jetzt auch wenn ich das jetzt so sehe, klar fällt mir jedes Mal ein, ja, wir, hatten die, wir hatten das äh, Conan Let's Play haben wir gemacht, wir haben uns Forever Skies angeguckt, auch im, im Update absolut äh, legendäres sanken ähm, Let's Play mit ähm, Swaggle und äh, Stodel und ähm, das war war geil unser Anno äh, Grind, die Sucht, wo wir dann auch äh, gegen die Oma fast verloren hätten und dann am Ende des Ruder noch rumgerissen haben, indem wir einfach nur Schiffe gepumpt haben, war schon äh, sehr witzig. Wie gesagt, schade fand ich immer noch, dass es Miss Survival, äh, dass, dass, dann, dass wir das dann eingestellt haben, weil es halt zu viele Probleme gab. Aber ja. Der Typ ist alt, was soll denn das jetzt heißen? So, ähm, ich habe mir tatsächlich auch noch ähm, meinen Twitch-Recap rausgesucht. Ähm, so. Wir haben insgesamt dieses Jahr auf dem Kanal. Wie gesagt, es ist natürlich, ich weiß, es ist ein bisschen verwässert, weil es ja noch auch äh, zusammen mit United Survival war. Aber. Ich denke mal, das passt ja trotzdem. Wir haben insgesamt 7320 äh, äh, Stunden Zuschauerstunden erreicht. Was in meinen Augen extrem viel ist. Ähm, haben 211 Mal gestreamt. Was halt auch tatsächlich nicht wenig ist. Es wird nächstes Jahr weniger werden, denke ich mal. Steffen hält das schon aus. Das kann sein. Ähm, also, 211 ist halt tatsächlich, wenn man jetzt 365 Tage äh, fürs Jahr rechnet, sind 211 Streams, wenn man einen Stream pro Tag rechnet. Ähm, gar nicht äh, wenig. Wie gesagt, nächste Jahr wird es weniger werden. Da sind ja auch noch die Zeiten drin. Wir hatten ja teilweise, wo wir zusammen gestreamt hatten, hatten wir ja auch äh, eine Woche, da waren nur ein oder zwei Tage, wo keine Streams waren. Und äh, sonst wurde die restliche Woche gestreamt. Äh, das ist ja jetzt. Ähm, im Normalfall, wenn ich arbeiten gehe, nicht so. Natürlich. Äh, jetzt gerade in der, in der, in der uh, Urlaubszeit ist wieder ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich, wenn ich arbeiten gehe, schaffe ich es alleine natürlich nicht mehr ganz so viel. Ähm, ja. Wir haben ja fünf Kategorien gestreamt. Tatsächlich wüsste ich nicht. Hm. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kommt. Welche zählt dann, was? Wir haben doch höchstens just, just Chatting und Gaming, oder? Weil für Spiele als Kategorie zählt's ja dann auch wieder nicht, oder? Aber das kann ja schon wieder nicht sein, kriegst die. Das das kann ja trotzdem nicht hinhauen, Just Chatting und vier Spiele. Das kann nicht sein, weil wir haben definitiv mehr Spiele gespielt. Haben wir ja gerade schon besprochen, was wir alles hatten. Das da haut was auch nicht hin. Da hat einen Clips erstellt. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass da in, in Zukunft äh, vielleicht von euch auch der ein oder andere Clip mehr kommt. Dass wir äh, einmal auch mal ein paar witzige Sachen zusammen uns angucken können. Vielleicht auch mal zum Ende des Jahres dann so die witzigsten Clips uns zusammen angucken. Äh, aber ja, muss man halt immer, das ist immer so eine Sache, wer was witzig findet und der dann auch die Idee hat und äh, dran denkt, das dann zu klippen, ne? Ja, das könnte halt sein, dass es in Genres unterteilt wird. Ähm, 107 Zuschauer hatten wir als Peak. Ähm, an den Stream erinnere ich mich tatsächlich auch, das war, wo uns die liebe Oma äh, bei unserem ähm, Open End, ich glaube am Ende waren es dann 20 Stunden, 21 Stunden äh, Baustream in Wallheim geradet hat. Da das war, glaube ich, der Peak daraus. Uh, 23.060 gesendete Chatnachrichten. <laughs> das, das finde ich tatsächlich, uh, das finde cool. Das ist schon eine ordentliche Zahl, ne? Ich weiß halt nicht, ob da auch immer diese Alerts mit reinzählen tatsächlich, wenn ihr irgendwas auslöst mit mit den Kanalpunkten. Um, aber selbst wenn, ist das trotzdem noch eine insane hohe Zahl, wie ich finde. So, deine fünf Kategorien. Ja, das meine ich halt. Nee, deine Top 5 Kategorien. Okay. Walheim, 10%. Daisy, 10%. Wie gesagt, das rührt halt daraus, dass äh, Jazzfield Daisy gestreamt hatte, wo sie noch auf United Survival war. Die Bots, die was posten. Okay. So, dann haben wir viel Anno. Viel ASA und viel Planet Crafter tatsächlich. Ja, kommt ungefähr so hin. Und da sieht man jetzt schon, hier ist jetzt von, ähm, äh, von Satisfactory im Gegensatz zu Steam gar nicht mehr die Rede, weil wie gesagt, äh, Satisfactory haben wir halt tatsächlich wenig gestreamt. Okay. Okay, die, die äh das Lachen wird viel benutzt, 90 Mal Das Hey wird viel benutzt, 152 mal die Lexi ist immerhin mit 11 Mal vertreten Das also ist natürlich cool, wenn ihr äh, die Emotes, die wir also die ich anfertigen äh, anfertig gelassen habe, dass ihr die gerne benutzt. Das freut mich natürlich So, wir haben viel freigeschaltet. Survival is an Instinct we all have. Vielen lieben Dank, Rob, für deinen verschenkten Zap an Trebor. Vielen lieben Dank, sehr großzügig von dir. So. Äh... 186.300 ausgegebene Kanalpunkte, Kinders. Und wie gesagt, das läuft ja alles erst seit April mit den Kanalpunkten. Weil wir ja ewig, jeder, der schon länger dabei ist, wird es wissen, wir haben ja im Januar angefangen, direkt Anfang Januar mit dem ganzen Projekt, haben dann schon Mitte Januar nach zwei Wochen die 50 Follower voll gehabt, um Affiliate beantragen zu können. Und die Zeit, also das hatten wir nach zwei Wochen alles schon erreicht. Haben dann. Ich habe aber gesagt, wir machen vorher, müssen wir äh, das mit der Firmengründung machen und so weiter, wegen Steuern und die ganze Geschichte. Ihr werdet äh, wissen. Und da mussten wir ewig aufs Finanzamt warten, bis die uns unsere Steuernummer schicken, weil die musst du in dieses Affiliate-Programm äh, gedöns eintragen. Und das hat sich dann bis April hingezogen, tatsächlich. Und. Das heißt, seit April konntet ihr Kanalpunkte ausgeben und habt 186.300 Kanalpunkte ausgeben. Und ich möchte wetten, ich möchte wetten die Hälfte dafür, um Lexi ein Leckerchen auszugeben. Ich bin mir ziemlich sicher. <laughs> da bin ich mir ziemlich sicher. So. Wir haben 226 Follower gemacht. Davon natürlich auch wieder D-Follows. Das ist ja ganz klar. Da gibt es immer eine Fluktuation. Noch einen schwarzen Kaffee für mich. Stark und Schwarz, dunkel stark, schwarz. Ja. Ähm. 66 neue Abonnenten tatsächlich finde ich auch gar nicht so wenig. Und 48 Geschenkabos, wo ein Großteil auch auf äh, äh, Rob und äh, Stodel zum Beispiel zurückgeht. Auch ähm, Krabbe hat eine Menge vers äh, verschenkt. Abos. die hat schon eine Menge verschenkt. Ähm, da bin ich ultra dankbar. Vielen lieben Dank. So, äh, wir haben 120 äh, äh, Raids gestartet. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da... Sea of Thieves. Also, ich wollte jetzt eigentlich, wenn wir da fertig sind, wollte ich eigentlich gleich in Ark wieder reingehen. Muss nochmal mal gucken. So, ähm, eingegangene Raids 29, erhaltene Shoutouts 30. Da wird wahrscheinlich ein Shoutout mit mal bei gewesen sein von der Oma, die einfach mal so einen rausgehauen hat, wenn ich bei ihrem Chat war. Ähm, so, hier haben wir Leute, die besonders viel gechattet haben. wo ich jetzt nicht alle vorlesen. Uh, ihr seht sie. Wobei, ich weiß gar nicht. Sind laut? Weil zum Beispiel, äh, 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 Klempner Klaus, der schreibt eigentlich nicht so oft was. Oder sind die einfach nur, haben die die meisten Kanalpunkte vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Ja, genau. Stodel ist dabei. Ja, darum, also ich weiß es nicht, wonach das jetzt geht. Äh, Rob. Weil du bist ja auch viel da. Ich weiß nicht, wonach das geht. Und mit meinem... Hier ist ja mein privater Account, den ich ja wie gesagt immer als Kontrollbildschirm habe. Ähm, ich denke mal, das geht nach Zuschauerzeit oder irgendwie sowas wird das gehen, könnte ich mir gut vorstellen. Und der, weil... Der immer nur quasi im Lurk quasi dabei ist. Keine Ahnung, wonach das geht. Das ist mir schade, könnten Sie hier noch so einen kleinen Zusatzsatz, wo wonach das geht, ne? Weil die lautesten würde ja eigentlich in meinen Augen bedeuten, dass die äh, äh, am meisten geschrieben haben. Oder von mir aus irgendwelche Kanalpunkte eingelöst haben oder so Sounds abgespielt haben. Das würde viel mehr zu, dem, zu, dem, zu diesem Satz hier eher Sinn machen. So also, dein <laughs> Mal gucken. Watchtime habe ich tatsächlich nicht. Rob. Kann ich das nicht sehen, wenn ich, auf dich, wenn ich mir irgendwie die Infos zu dir angucke? Du bist äh Ich kann nur sehen, seit wann du da bist. Seit dem 4. Januar. Das ist halt wirklich seit Anfang an da dabei, Rob. Nein, Rob ist hier nicht gebannt. So. Da sind wir auch schon durch mit der. Anscheinend. Anscheinend, Rob. <laughs> Ja, das war einmal die Jahreszusammenfassung. Finde ich immer ganz spannend, das mal zu sehen. Ähm, einfach mal, einfach mal auch einen Überblick zu haben. Ne? War eigentlich mal ganz witzig.